Und hallo Epic! Hallo, ah, du winkst sogar! Und schau mal, hinter dir sind zwei Bauflächen. Das bedeutet, wir werden heute wieder was Cooles zusammenbauen und auch natürlich gegeneinander, aber auch zusammen. Denn Leute, es gibt heute ein Element Baubattle. Wir werden ein Haus zusammenbauen, aber getrennt. Das bedeutet, jeder hat seine Seite, jeder wird eine Haushälfte bauen. Und zwar in der Kategorie des Elements, welcher er hier von einem Dispenser bekommt. Und wir machen das Ganze sogar noch schwieriger, denn wir werden Noob und Bro machen. Also Leute, bevor hier irgendwas nochmal ein bisschen zu kompliziert wird, wir werden jetzt erstmal alles auslosen. Dann kann ich es nochmal erklären. Also, hier haben wir Noob und Bro drinne. Rechts haben wir die ganzen Elemente drinne. Deswegen würde ich sagen, wir fangen erstmal links an und du darfst anfangen. Also Noob oder Bro erstmal. Okay, ich baue schon mal Bro. Oh, das heißt, ich mache hier auf jeden Fall Noob. Okay. Und jetzt entscheiden wir, welches Element wir jeweils bauen werden. Okay, du kannst auch anfangen. Es gibt vier Wasser, Stück. Wasser, Luft, Feuer, okay. Und Erde natürlich. Feuer. Luft! Wie soll ich denn Luft bauen? Das ist schwierig. Okay, wenn ich jetzt Erde bekomme, wäre auch schon lustig. Wow! Okay, das heißt, ich habe Noob Wasser und du hast Bro Luft. Oh, das ist echt schwierig. Na gut, okay, also, wie gesagt, wir haben ja jeweils eine Haushälfte und am Ende des Tages werden wir gucken, dass wir natürlich die Mitte hier wegmachen und dass unsere Häuser dann zusammen ein großes Haus ergeben. Ich habe hier auch nochmal das Ende des Hauses markiert, damit wir dann so ein bisschen einen besseren Übergang haben. Und zur besseren Übersicht habe ich jetzt nochmal unsere beiden Sachen hier unten reingetan. Einmal haben wir Noob und das Wasserelement. Okay, Epic. Ja, Luft ist sehr schwierig, ne? Ja, Luft ist tatsächlich sehr schwierig. Luft ist sehr, sehr, sehr schwierig. Ich habe keine Ahnung, wie du das machen möchtest. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Und Leute, da würde ich sagen, wir bereiten uns vor und dann beginnen wir schon mit dem Hausbaubattle. Also, ich muss sagen, Noob ist auch nochmal besonders schwierig, weil ich nicht ganz weiß, ich kann ja jetzt nicht einfach andere Blöcke nehmen. Ich muss ja schon wasserrelevante oder irgendwie wasserähnliche Blöcke auf jeden Fall nehmen, damit man denkt, das ist eine Wasserhaushälfte. Und du machst eine Lufthaushälfte. Ja, also ich habe jetzt so blau, ich habe jetzt weiß und ein Wassereimer ist mal in der Hand. Und ich denke, ich werde tatsächlich auf Größe gehen. Meine Haushälfte wird sehr klein, glaube ich. Oh. Und ich hoffe, dass es das irgendwie so ein bisschen noobig macht. Ich weiß noch nicht so ganz. Okay, dadurch, dass wir eine Haushälfte bauen, wo beginnst du denn? Eigentlich ist es egal, ne? Wir können es ja so oder so dann irgendwie zusammen schustern. Okay, ich denke mal, ich werde hier vielleicht anfangen. Und wir machen erstmal, ach, was machen wir denn für eine Hälfte? Wie macht man Noob mit Wasser? Ah, du gehst nach unten. Hey! Ich glaube, ich mache auch auf jeden Fall so einen Wassergraben. Vielleicht fangen wir erstmal damit an. Oh, wir haben heute auf jeden Fall ein bisschen viel Platz unten drunter. Macht es aber auch einfacher. Oder machen wir doch erst die Haushälfte? Ach Leute, ich nehme mir mal ein bisschen Zeit und wir probieren erstmal eine Form aus. Okay, ich habe, glaube ich, eine coole Idee. Ich werde auf jeden Fall eine nicht zu große Haushälfte bauen. Wasser, Noob. Und zwar mache ich so kleine Wellen, glaube ich, irgendwie rein. Oh. Und ich glaube, es wird nicht so cool aussehen. Nein. Ja, vielleicht mache ich das sogar hier vorne. Wasserwellen. Sieht es aus wie eine Wasserwelle, Leute? Ich glaube nicht. Aber wir tun einfach mal so, als würde es gut aussehen. Dann haben wir hier vielleicht noch eine Welle drin. Ich glaube, dann sind wir ganz gut aufgestellt. Und wir machen auch wirklich, weil, ja, ich habe ja Noob, wir machen wirklich einfach ein Flachdach drauf. Okay, ja, sieht interessant aus, genau wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann können wir halt das so auch weiter nach hinten ziehen. Und zwar vielleicht so bis hier. Ja, dann haben wir zwar ein kleines Haus, aber ein relativ breites trotzdem, von der Seite zumindest. Hier kommt dann überall Wasser hin. Wir machen vielleicht auch noch so wie so eine Art Schwimmbecken. Dann haben wir das Ganze so ein bisschen abgegrenzt eher. Ja, abgegrenzt ist, glaube ich, das bessere Wort. Hier unten drunter können wir dann auch so weiß das Ganze machen. Und innen drinne muss ich auch mal schauen. Ich denke, ich werde auf jeden Fall zwei Etagen reinbauen. Wie wird dann dein Luft-Bro-Haus aussehen? Es wird auf jeden Fall schweben. Und oh, cool. Ja, das ist nice. Es werden relativ viele Wolken hier sein. Ich bin gerade auf jeden Fall dran am Fundament, beziehungsweise jetzt schon an den Wänden gleich. Ja, also ich glaube halt, Luft ist halt schwierig auch einfach, auch in Minecraft vor allem. Also du hast ja nicht wirklich einen Luftblock, den man sieht, deswegen weiß, Wolken, alles könnte auch so ein bisschen so,
ja, so Federn, federleicht, ich weiß nicht. Ja. Ja, das ist wirklich schwierig. Und was machst du für eine Hausform? Ich glaube, so eine Art Tempel. Ah, ein Tempel. Ah, ich verstehe. Ein Wolkentempel. Cool, ja gut, okay. Ich mache jetzt erstmal meinen Wassergraben drumherum. Vielleicht wird es auch nochmal ein bisschen cooler aussehen. Vielleicht mache ich das auch schon hier dran. Dann gehe ich ein bisschen die Abgrenzung von mir zwar, naja, egal. Die machen wir einfach mal weg. Die brauchen wir am Ende ja sowieso nicht. Ich glaube, dann sieht es besser aus. Also bei mir sieht es auch mittlerweile ein bisschen aus, als hätte ich ein großes Schwimmbecken einfach. Ich könnte auch sowas in der Art irgendwie machen. Aber mir fehlt noch so ein bisschen das Noobige. Also meine Hausform ist schon, ja, ist okay. Ist halt wirklich klein und ich achte auch drauf, dass es wirklich wenig Platz gibt. Und vielleicht wird die Raumaufteilung auch nicht so nice. Vielleicht mache ich auch Wasser als Boden, habe ich mir auch schon überlegt. Das ist ja auch irgendwie nicht, also sieht erstmal cool aus natürlich, aber für Möbel doch nicht so nice im Endeffekt, ne? Ja, das stimmt. Also dachmäßig ist ja bei mir einfach flach. Machst du da irgendwie was, also du wolltest ja einen Tempel machen oder so? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich das Dach mache, vor allen Dingen auch von der Höhe. Wann bist du denn gerade? Ich bin gerade an den Wänden dran. Okay. Ja, und wie groß wird das Ganze sein? Also so, es wird schon relativ groß sein, ja. Geht es die ganze Fläche einnehmen? Ja. Okay, dann wird's, okay, ja gut. Ich glaube, dadurch wird allein meine Seite sehr nubig aussehen. Also ich sag mal so, mein Haus ist nicht mal die Hälfte von der Fläche. Oh, also die ist halt, die ist sehr, sehr klein. Ich bin gespannt. Ja, na gut, okay. Wasser kommt jetzt auf jeden Fall auch gleich mal rein. Und dann muss ich mir mal echt überlegen, erstens vielleicht mit dem Weg. Wir brauchen ja auf jeden Fall, also da, wo jetzt hier diese grüne Fläche ist, wird ja auf jeden Fall die Haustür sein. Irgendwie, ne? So. Ja, ja. Ja, da müssen wir mal gucken, dass wir dann hier vielleicht noch einen Weg haben, der vielleicht nicht so nice aussieht. Der die Haustür muss ja dorthin. Achso, woanders die Haustür. Ja. Ja, die muss schon sein. Ihr sonst, ja, ich bei dem Tempel. Ich muss mich ja mit dir teilen, das gefällt mir gar nicht. Ja, darum geht's ja, dass wir beide eine Haushälfte bauen. Oh, da baue ich so eine schöne und du nicht. Hey! Ja, doch, das wird cool aussehen, glaube ich, am Ende. Oh nein, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so ganz passt. Ja, also das hättest du vielleicht eher beachten müssen, ne? Ja, das merke ich auch gerade. Vor allem, liegt wenn deins du... Denn auch? Nein, meins liegt nicht. Stimmt, ich habe ja auch Wasser da, aber ich gucke schon, dass es nicht rüberfließt. Oh nein. Ja, wir werden auf jeden Fall ganz andere Häuser haben. Meins ist ein sehr modernes Noob-Haus. Also, für das, was es ist. Also, ich habe jetzt hier mal alles ausgefüllt und ich muss sagen... Also meine Welle sieht schrecklich aus. Also, hä? Das sah ohne... Also du musst dir vorstellen, ich habe dann halt jetzt überall blaue Blöcke reingemacht und jetzt sieht es halt nicht so schön mehr aus. Oh, also oh. So ganz und gar nicht schön. Ich glaube, ich muss es ein bisschen anders machen. Ich muss es eher abgrenzen. Vielleicht so... Ja, irgendwie sowas muss ich auf jeden Fall machen, dass da so ein bisschen mehr Dimension reinkommt. Es sah schon so gerade, obwohl es Noob ist, sehr doof aus. Also schon sehr, sehr, sehr doof. Okay, ja, das sieht jetzt auch nicht aus wie eine Welle. Wänden dran. Bei mir sieht es auch sehr interessant gerade noch aus. Ach nö, Epic, das ist, glaube ich, nichts geworden. Das Nein. sieht richtig doof aus. Ja, das sieht gar nicht schön aus. Oh nö. Naja, egal. Ich sag einfach, so sollte es aussehen. Wird schon, ne? Also ich habe jetzt hier so mein Haus. Ist das eine Welle, Leute? Ich weiß ja nicht so ganz. Das ist einfach nur so ein Muster. Es sieht schon sehr modern aus. Es ist jetzt nicht super doof und hässlich, aber es ist jetzt auch nicht super nice. Ich mache jetzt hier noch eine zweite Ebene rein, wo dann irgendwie, keine Ahnung was. Ach ja, ich habe jetzt Holz unten. Das ändere ich natürlich noch. Ich wollte Wasser machen. Das soll ja, wenn es wenigstens von außen schon einigermaßen gut aussieht, soll es wenigstens sehr unpraktisch sein. Ach, wartet mal, wir machen lieber weiß, oder? Als Boden. Das hebt sich dann nochmal so ein bisschen ab vielleicht. Ja, okay. Und dann richte ich ein. Draußen ist halt bei mir sehr, sehr, sehr plain. Es ist halt einfach nur Wasser. Und ich weiß nicht so ganz, was ich noch reinmachen könnte. Also mein Problem ist eigentlich, hätte ich jetzt Noob normal ohne Element, dann würde ich dann halt so Erde benutzen. Aber ich kann ja nicht Erde benutzen, wenn ich nicht das Erdelement habe. Und das macht es schon schwieriger, muss ich sagen. Also ja, das stimmt. Und auch du, also du kannst halt schon jetzt Gold und Diamanten nehmen. Passt ja schon dann. Und ist ja auch dann so...
dem Schwierigkeitsgrad dann irgendwie auch so, ne, passt einfach. Ja. Aber bei mir weiß ich jetzt nicht. Gibt es denn irgendwas Blaues, was vielleicht einfach so ein bisschen doof ist? Ich kann blaue Slime spawnen. Oder, ja, wird schon einfach schwierig, ne? Ich könnte eine Blueberry irgendwo hin platzieren. Ja, ich weiß nicht. Also ich kann dir sagen, ich bin jetzt auf jeden Fall an der Inneneinrichtung. Mhm. Und da bin ich mir jetzt nicht ganz so weiß sicher, machen einfach machen alles, soll. Oder? Würde ich sagen. Ja, ich glaube schon. Aber ich habe jetzt erstmal einen großen Raum. Ja. Ich muss hier nochmal komplett umbauen, weil ich das ein bisschen falsch gebaut habe hier insgesamt. Ich hätte auch so Dreckwasser nehmen können. Oh, stimmt. Ist ja auch Wasser, yeah, theoretisch. Ja. Ich glaube, ich platziere das einfach nochmal so ein bisschen hier drumherum. Dann sieht es wenigstens so ein bisschen noobig aus. Ja, doch. Das ist auf jeden Fall besser als gar nichts. Und dann gucken wir mal, dass wir das so ein bisschen hier fleckig machen, das Ganze. Also bei mir wird es jetzt mittlerweile sehr lustig, muss ich sagen. Bin echt gespannt, was du da machst, Gata. Ja, das kannst du. Also es ist wirklich funny. Ich verrate auch mal nichts. Ihr seht ja schon, wie ich das hier so ein bisschen mache. Aber ich find's lustig. Oben kann ich das leider halt nicht so machen, weil, ja, geht halt nicht, ne? Also kann ja auch kein Wasser nach oben setzen. Aber ich habe eine coole Treppe, wenn man die so nennen kann, möchte. Und ich, hier oben kommt dann irgendwas anderes Lustiges hin oder so. Habe ich hier hinten... hast du eine Wand zu der grünen Hälfte hin? Oder lässt du das offen? Ich lasse es offen. Okay, ja gut. Dann, mache ich hier noch ein bisschen weiter. Oben kommt wahrscheinlich dann das Schlafzimmer hin, denke ich mal. Und ich hätte auf jeden Fall noch gerne Lust auf so Sprungbretter oder sowas. Was brauchst du denn? Ja, für mein Schwimmbad. So cool? Eher nicht. Also es ist sehr kompliziert. Mittlerweile draußen sieht es aus wie eine gefleckte Kuh. Und von innen sieht es halt einfach nur funny aus. Ja, ich bin gespannt. Ja, kann also so bei sein. Mir sieht es von innen eigentlich ganz in Ordnung aus und von außen eigentlich auch. Es ist ganz gut, ja. Also, ich glaube, ich bin übrigens fertig. Ich mache jetzt hier noch so ein paar mehr Kuhflecken hin. Es sieht sehr lustig aus. Ich habe jetzt noch keine, Sprungbretter habe ich jetzt irgendwie nicht hingemacht. Aber ich habe es auch oben hinbekommen, dass es so aussieht. Es ist jetzt nicht super voll, aber es macht auf jeden Fall so seinen Zweck, würde ich sagen. Es ist jetzt super noobig. Ja, ich hoffe einfach, dass deins noch krasser aussieht. Ja, ich hoffe es auch tatsächlich. Irgendwie zumindest. Es sieht sehr interessant aus. Ja. Es ist auch ein bisschen schwierig mit der Luft. Ja, das stimmt. Luft ist kein einfaches Thema. Wie weit bist du denn? Ich bin aber gleich fertig. Ich würde noch ein bisschen die Inneneinrichtung machen und dann bin ich tatsächlich auch schon fertig. Sehr gut. Ich muss vielleicht von außen noch ein bisschen schöner machen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, wie ich das machen soll. Und ich habe gehört, drüben ist jemand fertig geworden. Ich bin fertig geworden. Es sieht sehr gut aus. Oh, du kommst ja erstmal zu mir, ne? Ja, ich komme zu dir rüber, ja. Bist du bereit? Ja, also wir gucken uns jetzt erstmal natürlich die Hälften einzeln an. Und danach werden wir das zusammenführen. Okay, der kann sich umdrehen. Oh, das wird so schlimm aussehen am Ende, ne? Was ist das denn hier? Das ist ein komisches Haus. Du hast das so gebaut. Hier ist das weiße Wasser und normales Wasser. Ja, das ist das Kuhfleckenwasser, habe ich doch gesagt. Wie das jetzt von innen aussieht. Ja, guck. Oh, das ist der Aufzug? Ja. Ist das echtes Wasser? Ja. Gata. Ich finde es so lustig. Oben hast du auch wieder den Boden. Oh, das ja. ist aber echt cool. Ich finde es auch cool. Ja. Okay, du hast hier zwei Etagen. Also ja, das Loopige ist schwierig, ja. Sieht 100% anders aus, aber es sieht eigentlich nicht schlecht aus. Es ist okay, ja. Ich wollte halt irgendwie die Bälle... Warte mal, was hast du hier eigentlich angerichtet? Hey, nicht da rumschauen. Okay, na gut. Wir gucken mal direkt drüber. Ja, und dann gucken wir uns ja auch mal unser ganz anders Gesamtergebnis aus. Okay. an. Ich lass dich umdrehen. Und... Wow! Ist das Ding eine Wolke? Schau mal! Du hast einfach eine Drohne gebaut! Naja! Ja! Es ist eine Flatterwolke! Es sieht aus wie eine Drohne! Gotcha! Vor allem damit! Die Wolke ist aber cool! Dankeschön! Oh mein Gott, wie sollen wir das denn jemals kombinieren? Ja, das passt perfekt, schau mal! Verbindung! Und der Haupteingang passt auch relativ perfekt! Ja, stimmt! Wie cool ist das denn? Aber ich find's nice, wir haben beide den Boden jeweils aus dem Element gebaut, stimmt. Sozusagen. Hier haben wir natürlich die kleine Küche. Ich find's schon schön. Dann eine kleine Leseecke, ja. Schlafzimmer. Ich mag auch die Raumaufteilung. Danke. Und schau mal, hier ist die Verbindung dann zu dir rüber. Okay, das bedeutet, wir müssen jetzt erstmal gucken, wie wir das hier wegbekommen. Ja, wir verbinden das. Oh nein.
Ja, wird sehr funny aussehen. Also ich muss sagen, dein sieht offiziell auf jeden Fall besser aus. Also danke. Habe ich es ja doch nur weggebaut irgendwie. Also, wir haben das Ganze jetzt mal zusammen gemacht. Seid ihr bereit? Es also das sieht Endergebnis sehr interessant aus. Ist nicht so schön. Okay, auf die Plätze fertig und... Luft und Wasser! Ja, also epic! Das sieht aus, als ob das hier die Einsteigestation ist zu meinem. Sieht ganz schlimm aus. Meine sieht aus, als ob es gleich wegfliegt und hier rüber steigt mein ein. Das sieht aus wie eine Raumstation oder sowas. Ich dachte halt, also alleine hier mussten wir jetzt zumachen. Wir haben natürlich nochmal ein bisschen hier das Ganze, ne, schöner gemacht, in Anführungszeichen. Ich dachte ja halt, dass das hier auf der Ebene wäre. Ja, aber mein Splatter. Aber jetzt muss hier eine Wand rein und dein Splatter halt einfach. Dein sieht halt auch viel größer aus. Also man kann auf jeden Fall sehen, ich dachte, es wird nach. Ja, stimmt, das habe ich jetzt noch gar nicht gezeigt. Man kann auf jeden Fall jetzt beide Häuserhälften. Kann man das Häuserhälften nennen? Ich weiß ja nicht. Ja. Es geht. Aber Leute, ihr wisst ja, worauf wir hinaus wollten. Und ja, wir haben auf jeden Fall ein großes Elementhaus. Sieht auch ein bisschen aus wie so eine Wunderlampe oder sowas. Stimmt. Naja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welche Haushälfte euch besser gefällt. Ich glaube, ich stimme für Epic, weil ich auch. Meins ist dann doch ein bisschen mickrig dagegen. Aber es ist ja auch das, was ich bauen sollte. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Tschüss.